Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohmtro-Video und damit auch herzlich willkommen zur letzten und vierten Ausgabe von Weihnachten, wie es früher war. Eine Reihe, wo ich euch gebeten hatte, mir Weihnachtsfotos zukommen zu lassen aus der guten alten Weihnachtszeit. Und das habt ihr fleißig getan und heute sind wir beim letzten Teil angekommen. Es geht auf Weihnachten zu und es dauert nicht mehr ganz lange, bis die Geschenke ausgepackt werden. Und ich weiß, dass der ein oder andere von euch jetzt mit Sicherheit richtig im Stress ist, weil er noch kein Geschenk hat. Ich selber gehöre auch zu den Leuten, die meistens so bis zum 22. brauchen, bis sie die ersten Geschenke haben. Ich bin da immer so ein Last-Minute-Christmas-Mensch. Wer kennt's nicht? Aber wir wollen uns jetzt mal nicht die Laune verderben lassen durch Stress, sondern wir holen uns jetzt mal einen schönen Kaffee und genießen mal ein paar Minuten richtig schön Weihnachtsstimmung, denn darum geht es. Es geht nicht um Geschenke, es geht um Weihnachtsstimmung. Und jetzt kommt der spannende Teil, denn Geschenke haben wir damals offensichtlich ganz anders wahrgenommen. Damals musste man nicht 50 Geschenke auspacken pro Kind, sondern man hat sich über die eine Sache, die man sich gewünscht hat, gefreut. Wenn ich mir eure Fotos angucke, so wart ihr mit vielen kleinen Sachen sehr, sehr zufrieden. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit euren Fotos aus der Bescherungszeit. Come all ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels, come let us adore. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. Mensch, was waren das schöne Erinnerungen? Auch ich habe mich an sehr schöne Bescherungen erinnert, als ich das zusammengeschnitten hatte und das zeigt wieder, ganz ohne Geschenke geht es nicht. Aber ihr habt selber gesehen, es müssen nicht immer die Riesensachen sein, sondern manchmal freut man sich auch über kleine Sachen. Ich hoffe, euch hat die Reihe genauso viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und mir diese ganzen Fotos geschickt haben. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, euren Fotos mal wieder eine Bühne zu geben. Es ist einfach viel schöner, alte Fotos zu zeigen, als sie im Keller zu lagern oder in irgendwelchen Schachteln und Schubladen. Und jetzt zum großen Finale nochmal alle Fotos zusammengefasst zu dem Weihnachtslied überhaupt, und zwar Silent Night. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Ruhe, macht euch ein ruhiges Weihnachtsfest, nehmt euch eine Auszeit und konzentriert euch auf das, worauf es wirklich ankommt. Gesundheit, Familie, Ruhe. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und das ist dann nach Weihnachten. Macht's gut, bis dahin, ich bin raus. Tschö! Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, home. Glory.
Savior.